Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute ist Mystery Box Time und zur Feier des Tages habe ich zwei meiner Kameraperspektiven durch Smartphones ersetzt. Zum einen das Xiaomi Mi 10T Pro nimmt aus dieser Perspektive auf und hier die Kamera ist das Xiaomi Mi 10T. Ich habe die Ehre und darf gemeinsam mit euch aus dieser Kiste verschiedene Xiaomi-Produkte herausholen. Ich weiß selber auch noch nicht, was hier drin ist. Ich bin mega gespannt und deswegen machen wir das gleich auch mal. Aber eine Sache noch vorher, ich finde diesen Namen Mystery Box irgendwie voll cool. Ich meine, wenn ihr diesen Wortwitz nicht verstehen solltet, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann erkläre ich es euch, aber ich musste lachen. Aber warum steht hier eigentlich auf der Box Black Friday Edition drauf? Das liegt daran, dass Xiaomi Deutschland aktuell in ihrem Online-Shop schon täglich Deals raushaut, bis zum Black Friday, beziehungsweise wie Xiaomi es selber nennt, bis zum Mi Friday. Wenn ihr euch gerade ein Xiaomi-Produkt kaufen möchtet, dann schaut da unbedingt mal vorbei, weil dort könnt ihr mehrere hundert Euro sparen. Jetzt wird es spannend und ich packe endlich nach dem Intro die Mystery Box aus. Ihr könnt ja schon mal, wenn ihr Bock habt, während des Intros überlegen, was hier drin sein könnte. Jetzt geht's los. Dann will ich doch direkt mal in die Mystery Box hineinfassen. Ich gucke auch gar nicht großartig rein, damit ich mich schön überraschen lasse. So, was haben wir hier als erstes? Die elektronische Luftpumpe von Xiaomi. Die finde ich ja richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der hier vielleicht meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, hat eventuell schon in dem ein oder anderen Video oder auch Livestream schon mich gesehen mit dieser Luftpumpe, zumindest als ich die mal ausgepackt hatte oder sowas. Vor allem als Fahrradfahrer freut man sich über so eine portable Luftpumpe, elektronische halt, wie gesagt auch. Während ich das gute Stück jetzt hier aber auspacke, werde ich euch natürlich auch noch immer was zum Produkt erzählen. Der tragbare elektrische Luftkompressor von Xiaomi kostet aktuell im Mi Online Shop 39,99 Euro. Und ist zwar laut, aber ansonsten sehr nützlich. Sieht aus wie ein riesen Vorhängeschloss, aber zieht man die eine Seite raus, dann können hier mit Reifen vom Fahrrad, Motorrad oder Auto aufgepumpt werden. Natürlich könnt ihr mit dem Xiaomi-Kompressor auch Bälle und so weiter aufpumpen. Dank dem Display und den Bedientasten vorne kann der Druck voreingestellt werden und das Pumpen stoppt dann automatisch. Da hier ein 2000 mAh Akku verbaut ist, funktioniert alles kabellos. Der Akku reicht auch recht lang. So 5 bis 8 Fahrradreifen am Stück sind zum Beispiel kein Problem. Und laut Xiaomi reicht die Leistung zum Auffüllen von 5 Autoreifen von 2 bar auf 2,5 bar. Eine kleine Taschenlampe ist übrigens auch noch am Kompressor verbaut, wenn mal abends oder nachts was aufgepumpt werden muss. Aber jetzt bin ich schon sehr gespannt, was sich denn noch so in dieser Mystery Box befindet. Oh, Bluetooth-Kopfhörer haben wir hier und zwar die Mi 2 Wireless Earphones 2 Basic von Xiaomi. Aktuell kosten die im Xiaomi Deutschland Online Shop 29,90 €, sind ein bisschen runtergesetzt, aber wie erwähnt, die hauen dort gerade täglich irgendwie Deals raus. Kann sein, dass jetzt gerade aktuell die Kopfhörer vielleicht sogar noch günstiger dort zu kaufen gibt oder vielleicht auch teurer. Schaut einfach selbst nach. Getestet habe ich diese kabellosen Xiaomi-Kopfhörer noch nicht, aber das werde ich jetzt in den nächsten Tagen mal machen. Es gibt sie nur in weiß und laut Xiaomi leistet der Akku eine Laufzeit von 20 Stunden. Dual-Mikrofone sollen für gute Anrufqualität sorgen. 14,2 mm Treiber sind verbaut und der AAC-Bluetooth-Codec wird maximal unterstützt. Das heißt, SBC dann natürlich auch. Bluetooth 5.0 ist hier am Start und insgesamt wiegen die Mi 2 Wireless Earphones 2 Basic, langer Name übrigens, 48 Gramm. Der Akku in den Earphones sorgt für 5 Stunden Musikgenuss bei einer Ladung. Legt ihr diese dann wieder in das weiße Case, dann könnt ihr eben bis auf fast 20 Stunden Nutzungsdauer kommen. Die Ladezeit dauert ca. 1,5 Stunden. Es gibt eine automatische Pausierung, wenn die Kopfhörer aus dem Ohr genommen werden. Das finde ich ja immer ein sehr cooles Feature. Pausieren, wiedergeben, Sprachassistent aktivieren und Anrufe entgegennehmen könnt ihr ganz einfach über die Touchsteuerung am Stab des Gehäuses. Für den Preis klingen die Daten ja schon einmal richtig gut. Nur bei der Touchsteuerung hätte ich mir so ein bisschen mehr Funktionen gewünscht. Aber dafür gibt es bei Xiaomi Smartphones ein cooles Pop-up-Fenster, wenn man diese Kopfhörer nutzen möchte. Das ist auch schon ein Grund, sich die Earphones näher anzuschauen. Aber jetzt greife ich noch einmal in die Mystery Box. Mal gucken, was sich dort jetzt noch drin befindet. Es fühlt sich eigentlich an wie ein Smartphone, muss ich sagen. Doch, es ist ein Smartphone und zwar, Trommelwirbel, das Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Ihr habt ja vielleicht schon meinen ersten Eindruck hier auf meinem CH3 YouTube-Kanal gesehen. Die Review folgt demnächst. Ich habe hier in der Mystery Box die 6 GB LPDDR4X RAM mit 64 GB UFS 2.1 internen Speicher
in der Farbe Pearl Grey. Neben Grau gibt es auch noch die Farbe Golden oder Blau mit Farbverlauf zur Auswahl. Die UVP ist für diese Version hier bei 279,90 €, aber ich bin mir sicher, dass dieses Smartphone bestimmt auch bis zum Mi Friday heruntergesetzt wird. Wenn ihr euch die 128 GB Ausführung kauft, dann habt ihr übrigens einen etwas schnelleren UFS 2.2 internen Speicher. Mit dem Mi 10T Lite bekommt ihr einen guten Snapdragon 750G Mittelklasse 5G Prozessor, ein LCD-Display mit satten 120 Hz Bildwiederholungsrate, also die Bedienung wird schön flüssig ablaufen und für die ein oder anderen Games auch ganz praktisch. Dazu habt ihr ein Quad-Kamera-System auf der Rückseite mit dem 64 Megapixel Sony IMX682 Hauptsensor, einer 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, einer 2 Megapixel Makrokamera sowie einem 2 Megapixel Tiefensensor. Die Kameras sind okay für die Preisklasse und die Hauptkamera sogar mehr als okay. Vorne oben mittig im 6,67 Zoll großen Display habt ihr die 16 Megapixel Frontkamera. Als nächstes ist auch der 4820 mAh große Akku zu erwähnen, den ihr mit dem beiliegenden 33 Watt Netzteil aufladen könnt. Zwei Tage habe ich eigentlich immer im Test geschafft. An die 10 Stunden Screen-On-Time waren möglich. Hier ist übrigens mein Mi 10T Lite Testgerät in der blauen Farbe, damit ihr das auch mal gesehen habt. Nach einer Stunde ist der Akku dann auch wieder aufgeladen, wenn er dann mal leer ist. Mit dem Xiaomi Mi 10T Lite habt ihr also ein ausdauerndes Smartphone mit ausreichend Leistung für den Alltag. Der AnTuTu-Wert lag bei über 320.000 Punkten, also von den Zahlen her eine bessere Performance als beim Poco X3 oder Xiaomi Mi 10 Lite. Dazu noch die schnellen 120 Hz beim Display, die Stereo-Lautsprecher und die Xiaomi-typisch gute Verarbeitung. Außerdem seid ihr dann ja mit 5G auch recht zukunftssicher, ist schon ein cooles Gesamtpaket auf dem Smartphone-Markt, dieses Xiaomi Mi 10T Lite. Ich gucke noch einmal hier rein, aber es fühlt sich schon eigentlich so an, als wenn hier nichts mehr drin wäre. Und ja, also das war's. Aber ich muss sagen, dass es mir riesen Spaß gemacht hat. Es hat mich irgendwie stark an die Wundertüten erinnert, die ich als Kind immer sehr gerne auch aufgemacht habe. Wenn man nicht weiß, was drin ist, dann macht es ganz einfach noch mehr Spaß. Ich hoffe, dass ich die Spannung einigermaßen zu euch rüber transportieren konnte. Oder vielleicht war es für euch selbst ja auch etwas spannend. Wenn es wenigstens informativ war, dann würde ich mich schon riesig freuen. Jetzt bleibt mir aber nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen. Macht's gut.